Hallo Leute und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2. Wir haben wieder meine Pistole, die immer noch so ein bisschen so. Kriegt zwar hier das Ding immer noch so raus, aber das ist egal. Ist jetzt auch unwichtig. Wir müssen da mit jemandem reden, habe ich vorhin gerade gesehen. Mit wahrscheinlich dem Typen hier. Hallo, ne, mit dir, hallo. Hi Arthur. Come here a minute. Well, we all need to eat, Mr. Morgan. Can I ask you a favor? Probably not. Very funny. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you and, well, you know his father's useless. Okay. Thank you. Okay, wir müssen schon mal etwas mit ihrem Sohn machen. Ja, das ist schon mal der Junge. What you up to? Playing. Anything fun? I guess. You wanna come fishing with me? Fishing? Sure. You're. It's about time that you started to earn your keep. Okay. Good. Let's go get your pole then. Now, you do have a fishing pole, don't you? I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Go catch us some fish. Yeah. Nein, okay, er ist irgendwie. Unser Typ ist irgendwie ganz komisch drauf, ich weiß nicht wieso. Okay, Leute, wir sind jetzt hier. Ich habe halt auch noch nie geangelt. Also in Real Life schon, aber jetzt nicht im Spiel. Ja, wir erschießen die Fische einfach. Ich kann dir schon zeigen, aber ja, ich vermute mal. Ah ja, jetzt haben wir plötzlich eine Angelrute. Bruder, mach's los. Nehmen wir uns. Oh, Mais. Mais ist gut. Bruder, ich. Ah, weil wir keinen hatten. Okay, warte, machen wir Käse nicht. Okay. Gar nicht so schwierig. Wie merken wir denn, dass er anbeißt? Oh ja, okay. Einzuholen. Echt gut dabei. Bisschen klein, ist das ein Bitterling? Sieht auf jeden Fall so aus. Ah ne, ein Sonnenbarsch. Okay. Den behalten wir. Was, der war 300? Okay, er will etwas unternehmen, nicht nur fischen. Ui. Ich glaube, ne, wetten, es passiert etwas. Wo ist er hin? Ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt irgendwie ein paar Faxen macht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ein Hecht. Aber wie klein das der ist. Was? Aber sollen wir den ja gut behalten? Doch, der 300 Gramm, was? Hey, look at this. What? This necklace I made. Necklace? For Mama. Sure. What a fine young man. And in such complex circumstances. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Who are you? Yes, Arthur Morgan, Vanderlyn's most trusted associate. You've read the fuck files, softbox typical case, orphaned street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton, Agent Ross, Pinkerton Detective Agency, seconded to the United States government. Nice to finally meet. Okay, Leute, warte, wir müssen hier kurz Pause machen. So, ich muss kurz gucken, dass das wieder läuft. Ne? So Leute, jetzt kurzes Update hier. Es will nicht. Ich weiß nicht wieso. Ich brauche andere Softboxen, weil die ist irgendwie nicht so gut. Ja, sie steigt die ganze Zeit aus. Es ist gerade ziemlich abends spät und ich muss fürs ganze Woche vorproduzieren, weil ich nicht da bin. Und deswegen kann ich jetzt nicht warten, bis das Ding wie hier wieder ein bisschen Akku hat. Ja, deswegen jetzt halt einfach ohne Facecam geht's weiter. Es tut mir leid, aber naja. Mac Calendar. Mac Calendar. He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. You enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid. While you still can. Who are they? No one to worry about. No one at all. Come on. Let's pick up your things and get home. It's getting late, Jack. Your mother is worried. Let's head back. Den alten Typ mit der Waffe hätte ich gerne in seine Fresse geschlagen. So, dann rücken wir doch. Reiten wir doch zu. So, wir sind jetzt da.
necklace. Ain't that pretty? Ain't I the luckiest? Did you thank Uncle Arthur? No need. We had a good time. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Hey, you did real fine, kid. Thanks. We got a problem. What? I just met some guys out near the river. A fella named, Milton, and, I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train, and they know we're here. Were you followed back here? No. They know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? Very funny. Well, what do we do now? I say we do nothing. Just yet. They're just trying to scare us into doing something stupid. We have turned a corner. We survived them mountains. We just need to stay calm. Gut, Leute. Und mit diesem Schlusswort würde ich auch sagen, das war's mit dieser Folge Red Dead Redemption Online. Nicht online. Red Dead Redemption 2. Ich weiß gerade nicht, wieso das kurz laggt. Ich hoffe, das hat sich nicht während der Aufnahme groß gemacht. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Lonesome Cowboy. Lonesome Cowboy. Lonesome Cowboy. You.